Recht herzlich willkommen zur 45. Folge vom Kerbal Space Programm. Unser Problem 0,2 müssen wir haben. Der Dralo sagte, ich sollte mal ganz einfach nur eine Kapsel auf die Startrampe stellen, aussteigen, ein Eva machen und dann geht schon alles. Checken wir das nochmal, oder? Zuck. Gehen wir. Warte mal, setzen wir noch einen rein. Ingenieur, mal gucken, ob das geht mit dem Ingenieur, weiß ich nicht. Aber müsste ja eigentlich, ne? So, Startrampe. So, da ist die Kapsel. Und. Statusbericht, da passiert schon mal nichts, das ist klar. Also hier müssen wir hin, ne? Und Statusbericht. Kann man da jetzt nicht Statusbericht machen? Oh, jetzt habe ich da die Taste gedrückt, ne? Ja. Oh, der kann oben drauf? Ne, kann er doch nicht. Ich dachte, er könnte oben drauf springen. Wie ging der noch springen? Leertaste? Ja. Könnte da hochgehen? Ach, das mit dem Laufen war etwas schwierig, ne? Oh, der schiebt sogar die Kapsel weg. Das ist ja krass, ja? Kriege ich denn jetzt hier die Höhe hin? Schwierig. Okay. No target. Okay. Irgendwie ist es gerade mit dem Ding jetzt etwas schwierig. Oh, wow, wow, wow. Irgendwie ist das nicht mehr Zentrum. Okay. Climb out. Ja, Kamera. Kamerabewegung ist etwas schwierig gerade, ne? Ich weiß nicht, wie ich ihn wieder einfangen kann. Plant Flag. Abbrechen, das wollen wir nicht machen. Ich kann diesen kleinen Mann nicht mehr sehen. Obwohl, ich kann ihn sehen, aber ich kriege ihn nicht in den Fokus. Climb bis F. Tatsächlich kann er auf die Fahne klettern. Du glaubst es doch nicht, wie cool ist das denn? Krass. Krass. Na, jetzt sehe ich ihn wenigstens. Gibt es irgendwie was mit Shift und... Nein, auch nicht. Plus, Minus ging. Ran und raus, ja. No target. Egal. Gut. Marschieren wir da mal wieder hin. Kriege ich das hin? F-Grab. Mach da. Gut. Let's go. Okay, F-Grab. Let's go war gut. Machen wir Board. Gut, dann haben wir es wieder in der Mitte. Statusbericht ist nix. Oder machen wir den trotzdem und behalten den? Wo kommt der eigentlich raus? Da. Okay.
So, jetzt nochmal die Eva machen. Okay, da ist er nicht ganz hoch, er fällt auf der Nase. Sehr krass, ne? F-Grab, okay, haben wir. So. Hat er nicht geschafft, der kleine Mann. F. So, jetzt nochmal hoch. Nee, dann springt er nur auf Erde. Alles klar, gut, haben wir nichts geschafft. Wo gehen wir mit ihm jetzt hin? So, jetzt kann ich auf jeden Fall ordentlich schauen. Können mit ihm natürlich hier nach unten gehen, ne? Aber das zieht sich natürlich so ein bisschen, ne? Wo ist denn das? Ah, bin ich jetzt... Ah, da ist das Gebäude. Laufen ist Shift, hat der Dralo gesagt. Das machen wir dann auch mal. Dann gucken wir mal, dass wir hier hinkommen. Ist hier doch noch nicht alles erledigt, oder wie? So, der eine war in Orbit, das ist klar, aber der zweite. Ich soll zwei dahin bringen. Okay. Hier noch ein bisschen runterziehen. Ach, das ist der Separator. Den müssen wir auch noch machen. Okay, das Laufen dahin ist natürlich krass. Krass weit, ne? Okay. Lauf, Forest, lauf. Der watschelt da ganz gemächlich lang. Tja. Boah, das ist ja ewig weit, ne? Konnte man nicht den Rucksack da anmachen und dann fliegen? Oder ist das nur... Weltall möglich. Wahrscheinlich, ne? Ja. Dauert und dauert und dauert. Die Radarstation nach links nicht näher? Nicht wirklich. So. Ja, müssen wir mit dem Rucksack da auf loslaufen, ne? Das weiß ich auch gar nicht mehr. Da muss man für umschalten, glaube ich, ne? Dass der Rucksack funktionieren würde, ne? Weiß ich nicht mehr, schon so lange her. Zurück, wie war das denn? Die WASD-Tasten sind die Richtung, die er läuft. Aber es ist wohl nur in der Atmosphäre mit dem Rucksack dann, ne? Wird wahrscheinlich nur in der Atmosphäre sein, dass der auch nach oben und unten kann. Denn das war, glaube ich, mit der Shift- und Steuerungstaste gemacht, ne? Naja.
84,8. Hefe Popularen, okay. Jetzt gehen wir wieder hoch. Warum ruckelt das so? Irgendwas faul, oder? Auf geht's. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum das ruckelt. Das ist ein Erdbeben. Kommt der Sache aber schon näher, ne? Sieht aus wie Wasser, was da runterläuft. Ist da eine Tür? Kann man da reingehen? Okay, hier kriegen wir jetzt 100%, 2,2 Recovery Science auch. Ich glaube, das machen wir mal gerade, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, ob da irgendwie noch was besser wird oder nicht, oder ob man das wieder dann irgendwann machen muss. Dann laufen wir da mal rüber. Ach, guck mal, da ist Sabbat, oder? Nee, doch, geht doch. Das Sand. Kann man die Tür aufmachen? Stopp, da war was. Hab ich mich jetzt getäuscht, oder war da gerade eine Anzeige Grab? Nur weiß ich auch nicht. Gut. Override. Ändert sich nichts. Kann ich das senden? Nö, kann ich nicht, habe ich mir schon gedacht. Ja, Keep Data. Mal anzeigen, geht auch. Ja, aber das sind unsere zwei... Ah, jetzt habe ich es resettet, glaube. So. Ja, dann können wir aber das Ganze hier beenden, denke ich mal. Und haben die 2,4 Punkte auf jeden Fall erreicht, ne? Würde ich sagen. Und dadurch haben wir jetzt 47 und können was Neues machen. Ja, Wessel ist sogar noch da. Next. Ah, er hat einen Erfahrungspunkt bekommen. Ach, da ist die Flagge, okay. Recover und das andere Fly. Da wüsste ich jetzt gerne, wie man eine Flagge fliegen kann. Man kann auf jeden Fall dahin. Aha. Und kann ich die anklicken in irgendeiner Form dann? No Target. Okay. Space Center gehen wir dann. Na, die holen wir da besser weg, oder? Und Cover. Und das auch. Dann kriegen wir da noch ein paar Taler für. Ja. Gut, dann können wir hier in die Forschung gehen. Und können jetzt hier dieses kaufen. Da kommen wir den Strut Connector. Der hält die Teile zusammen. Das ist ein Gehäuseteil, glaube ich. Okomax Brand Decoupler.
Und was haben wir hier? Ein Recomax Brand Adapter. Und Launch Stability Enhancer. Okay, das ist Startrampe. Gut, haben wir genommen. Ja, nächstes Ziel müssen wir nochmal gucken. Da sind Antriebe und was war das hier? Solid Fuel Booster, der große. Okay, der ist nicht schlecht. Und noch ein paar Antriebe, so mini kleiner. Und einen Tank dafür vielleicht. Und noch eine andere Antriebseinheit. Hier kann man Treibstoff von einem zum anderen Tank rüberschaufeln. Noch ein Tank. Noch ein Tank, Tank. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nase. Und hier, so Abstand. Ah, der hier, der Tree-Coupler. Der ist natürlich nicht schlecht. Um größere Raketen herzustellen. Das ist, glaube ich, alles Luftleitbleche. Hier haben wir ein Hitzeschild. Landing Strut. Escape System. Anderen Parachute. Landing Gear, Füße. Hier so Steuerdüsen. Okay. Stabilisator. MK1 Lander Can. Okay. Keine Ahnung, wofür das alles gut ist. Hier. Forschungslabor oder was war das? Storage Container. Barometer und Einstiegs. Möglichkeiten. Hier haben wir einen Adapter. Noch einen Separator, den wir testen sollen schon. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung. Photovoltaik. Ah, das sind die Stromeinheiten. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, da müssen wir dann überlegen, war da oder hier irgendwo war das andere, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Eigentlich müssten wir hier mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Basic Science haben wir. Strom ist wichtig. Gut. Wie sieht's hier aus mit Wissenschaftsarchiv? Eva, Bericht vom Space Just Above Kerbin's Water, voll. Hier, den könnte man noch machen, ne? Main Building haben wir schon. Okay. Da ist noch genug zu tun. So, dann gehen wir zurück. Ja, hier waren wir, ne? Zuletzt aktiv sind diese zwei Sachen. Wir müssen immer noch die zwei Touristen da hochbringen. Suborbital Spaceflight on Kerbin ist fertig. Ach so, und das ist eine Mission und dann ist das erledigt, oder wie? Complete and Orbit and Around Kerbin müssen wir dann als nächstes machen. Ja, und wenn wir das haben, dann ist alles gut, oder? Der zweite ist dieser Separator, den wir noch machen müssen. Fly by the Moon, okay. Keine Ahnung. Was war hier? Ah, da ist noch so einer, ne? Aber da müssen wir ja vier mitnehmen. Das ist schlecht. Ja, da müssen wir, denke ich, mal nächstes Mal nochmal reingucken, was wir hier noch mitnehmen. Test Rock Max Grand Decoupler Landed Kerbin. Okay, den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Den muss man ja nur reinbauen, ne? Den schießt man dann ab oder sowas und dann ist gut. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.